Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Woran erkennt man, dass Weihnachten ist? Daran, dass der Verkauf von Weihnachtsleckereien bereits viel zu früh stattfindet und sich als Negativtribut in Form von überflüssigen Funden niederschlägt? Daran, dass wir ständig daran erinnert werden, dass es doch das Fest der Liebe ist und wir deswegen auch nicht vergessen sollen, Geschenke zu kaufen. Da Liebe sich ja bekanntlich über den Wert der erstandenen Güter zum Fest ausdrückt. Oder auch daran, dass alle Handelsunternehmen bemüht sind, die Schäfchen im letzten Quartal doch noch ins Trockene zu holen. Es soll auch Menschen geben, die Weihnachten daran erkennen, dass übergewichtige Einbrecher versuchen, sich widerrechtlich Zugang zu den eigenen vier Wänden über den Kamin zu verschaffen. Für mich ist Weihnachten tatsächlich noch eine Zeit der Besinnlichkeit. Hier findet man zueinander, genießt den Luxus nicht von Termin zu Termin hetzen zu müssen und freut sich sicherlich auch über ein Festmahl, das mit Liebe zubereitet wurde. Ein weiterer Punkt, an dem ich sehe, dass Weihnachten ist, sind die strahlenden Augen meiner Kinder, wenn sie Tag für Tag ein weiteres Türchen am von meiner Frau selbst gebastelten Adventskalender öffnen. Aber es soll auch tatsächlich Zeichen und Wunder zu Weihnachten gegeben haben. Eines dieser positiven Ereignisse zu einer Zeit der Finsternis und der Drangsal ist der Weihnachtsfrieden im Verlauf des Ersten Weltkrieges. Bevor wir uns mit diesem wahrlich rührenden Ereignis auseinandersetzen, möchte ich mich noch beim Team vom Kanal Design Talks bedanken. Da dieses Video ein Teil eines Adventskalenders ist, an dem ich mitwirken darf, bevor wir also mit dem Thema starten, möchte ich euch kurz das Team um Design Talks vorstellen. Ladies first, die gute Elena betreibt unter anderem den YouTube-Kanal Elena Baron Kunst, die bewegt. Hier findet ihr Bilder, Speedpaintings, aber auch Tutorials. Diese sind in der Tat oft sehr bewegend. Kommen wir zu Steve von Chaostainment. Graphic and Motion Design ist sein Kanal und er ist auch der Designer und Grafiker, dem ich mein Kanaldesign und das Render-Intro zu verdanken habe. Bei ihm findet ihr unter anderem kostenlose Streaming-Overlays, aber auch Anleitungen zu diversen Themen wie Blender, GIMP etc. Zusammen tauchen sie mit euch im Rahmen vom Kanal Design Talks in monatlichen Podcasts in die Welt der schönen Künste ein und bringen euch diese sehr unterhaltsam näher. Und wer weiß, vielleicht bin ich dort auch einmal zu Gast, auch wenn ich persönlich kaum einen Stift gerade halten kann. Den Weg zu allen drei Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Und nun begleitet mich in eines der wohl finstersten Kapitel der Menschheitsgeschichte, in denen es nur hin und wieder mal ein Funken der Hoffnung gab. Damit ihr ein Gefühl für die Begebenheiten der Zeit bekommt, werde ich den Ersten Weltkrieg noch einmal kurz umreißen. Dieser Krieg tobte von 1914 bis 1918 und sollte ca. 17 Millionen Menschen dahinraffen. Das Elend nahm mit dem Attentat von Sarajevo seinen Anfang. Am 28. Juni 1914 wurde der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie, Herzogin von Hohenberg, bei ihrem Besuch in Sarajevo von Grovali Principi, einem Mitglied der serbisch-nationalistischen Bewegung Junges Bosnien, ermordet. Das Attentat wurde von der serbischen Geheimgesellschaft Schwarze Hand geplant und von ihrem minderjährigen Handlanger ausgeführt. Er zeigte keine Reue und sprach bloß davon, einen Tyrannen ermordet zu haben. Die Motivation der Tat waren Hass auf Österreich-Ungarn, dessen Untergang er sich herbeisehnte. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. So war es auch in diesem Fall. Das Attentat war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es löste die sogenannte Juli-Krise aus, also die Konfliktlage, welche letzten Endes zu den grausamen Ereignissen des Ersten Weltkrieges führen sollte. Hier verzettelten sich dann unter anderem das Deutsche Reich,
Österreich, Ungarn, Russland, das Osmanische Reich, Großbritannien, Montenegro, Serbien, Frankreich, Japan, Südafrika, Italien und die Vereinigten Staaten in einen sinnlosen Konflikt. Anfangs schafften es die Staatenlenker noch mittels Propaganda und anderen Taktiken, ihre Völker von einem schnellen Sieg für sich zu überzeugen und für den Krieg zu begeistern. Ein interessanter Fakt am Rande nach dem Motto Cui Bono: Im Rahmen dieser globalen Auseinandersetzung verlor Europa die Vormachtstellung auf dem internationalen Parkett, die Vereinigten Staaten jedoch profitierten letzten Endes von diesem blutigen Geschichtsverlauf. Anders als von den Militärstrategen aller Seiten vorhergesagt, kam es nicht zu einem schnellen Ende dieses Krieges. Es entwickelte sich ein Stellungs- und Grabenkrieg, in dem reichhaltig von Maschinengewehren, Flammenwerfern, Handgranaten, Giftgas und Menschenmaterial Gebrauch gemacht wurde. Doch nicht nur auf dem Schlachtfeld war der Tod zu Hause. Auch die Zivilbevölkerungen aller Kriegsparteien hatten ca. 7 Millionen Opfer zu beklagen. Infolgedessen kam es zu massiven demografischen Verschiebungen und zu einer großen sozialen Notlage, die insbesondere bei den vielen Kriegsweisen und Witwen durchschlug. Natürlich produzierte dieser Konflikt auch Unmengen an Verletzten, Invaliden und im wahrsten Sinne des Wortes Krüppeln. Denn ich weiß nicht, wie man es anders nennen sollte, wenn man aufgrund von Minen, Granaten oder anderen Kampfstoffen Verwundungen davonträgt und Körperteile verliert. Doch ebenso verkrüppelt wie die unzähligen Opfer des Krieges war auch Deutschland nach diesem Krieg, da es unter den massiven Reparationszahlungen des Versailler Vertrages zu leiden hatte, die dann letzten Endes zum Erstarken des Nationalsozialismus und zum Aufstieg des Führers aus Österreich führten. Somit schloss sich dann mal wieder ein Teufelskreis der Gewalt. Hier seht ihr den Maler Otto Dix, der wie so viele andere auch freiwillig und voller Begeisterung seinen Kriegsdienst für das Wohle des Vaterlandes angetreten hatte. Er beschrieb den Krieg 1915 in seinem Tagebuch folgendermaßen: Läuse, Ratten, Drahtverhau, Flöhe, Granaten, Bomben, Höhlen, Leichen, Blut, Schnaps, Mäuse, Katzen, Gase, Kanonen, Dreck, Kugeln, Mörser, Feuer, Stahl. Das ist der Krieg. Alles Teufelswerk. Dies war nur eine sehr kleine Beschreibung des Pfades, der letzten Endes zu so viel Tod und Elend führte. Ich denke, dieser Rückblick ist aber wichtig, um zu verstehen, wie sich die Menschen damals gefühlt haben müssen. Kommen wir zum Augenblick der Hoffnung, von dem ich euch berichten möchte, auch wenn dieser Augenblick vielleicht nicht lange angehalten hat, ist er doch der Beweis dafür, dass die Soldaten es in der Hand gehabt hätten, das sinnlose Abschlachten für Volk und Vaterland umgehend zu beenden. Dies galt damals, heute als auch in der Zukunft. Wir schreiben nun Donnerstag, den 24.12.1914. Wir befinden uns direkt an der Westfront bei der kleinen flämischen Stadt Ippern. Der Tag war kalt wie die toten Augen der bereits so zahlreich gefallenen Kameraden auf beiden Seiten. Die englischen und deutschen Truppen lagen sich lauernd an manchen Stellen gerade einmal 50 Meter entfernt gegenüber. An diesem Tag herrschte eine gespannte Ruhe auf beiden Seiten der Frontlinie. Die Gefechte schienen nicht wirklich in Gang zu kommen. Als sich dieser Tag dem Abend entgegenneigte, durchbrach plötzlich Gesang die gespenstische Stille. Es schallte Stille Nacht, Heilige Nacht durch das sogenannte Niemandsland. Die deutschen Truppen hatten begonnen, Weihnachtslieder zu singen. Auch hatten sie ihre Schützengräben mit provisorischen Weihnachtsbäumen geschmückt, die sie mit der Feldpost erhalten hatten. Die mutigsten Soldaten sollen auch Kerzen am Rande des Schützengrabens aufgestellt haben. Die englischen Truppen, welche die Deutschen nur als wilde Hunden betrachteten, glaubten kaum, was sich dort auf der anderen Seite der Front abspielte.
Der britische Soldat Albert Morin beschrieb dieses Schauspiel folgendermaßen. Es war eine schöne Mondnacht, Bodenfrost und alles weiß. Etwa gegen 7 oder 8 Uhr abends kam Bewegung auf in den deutschen Gräben und dann waren da plötzlich diese Lichter. Ich wusste nicht, was genau. Und dann sangen sie Stille Nacht, Heilige Nacht. Ich werde es nie vergessen. Es war einer der Höhepunkte meines Lebens. Es war wunderbar. Die freudige Antwort der Britin ließ nicht lange auf sich warten. Sie begannen ihren Weihnachtsklassiker O Come All Your Faithful zu singen. Daraufhin stimmten die deutschen Truppen mit der deutschen Version Nun freut euch ihr Christen ein. So lagen die Soldaten beider Nationen in ihren Schützengräben und sangen sicherlich mit dem ein oder anderen Tränchen im Auge dieselbe Melodie. Der Morgen kam, der Frieden blieb, zumindest noch für einen Augenblick. Die Soldaten tasteten sich vorsichtig an die Stellungen des Gegners. Es wurde nicht geschossen. Nein, es wurde miteinander gesprochen und vereinzelt sollen die Soldaten auch Adressen ausgetauscht haben, um nach dem Krieg miteinander in Kontakt zu treten. Spontane Gottesdienste als auch ein Fußballspiel soll es an diesem Tag auch gegeben haben. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 100.000 Soldaten auf beiden Seiten diesen magischen Moment der Freundschaft nutzten. Auch an anderen Frontabschnitten soll es zumindest zu einer Waffenruhe gekommen sein. Vereinzelt haben sich die Soldaten anscheinend auch die Hand gereicht. Die Kunde des sogenannten Weihnachtsfriedens verbreitete sich wie Läuse in Schützengräben. Es war nicht verwunderlich, dass die Truppen auf allen Seiten genug von der Geißel des Krieges hatten. Dieses wahrhaftige Weihnachtswunder endete dann am Vormittag des 26. Dezember. Die Offiziere auf beiden Seiten hatten vom Waffenstillstand Wind bekommen. Die Offiziere schäumten wohl vor Wut und verlangten eine umgehende Wiederaufnahme der Kampfhandlungen. Ein britischer Offizier soll in sogenannte Niemandsland, der Bereich zwischen den Schützengräben, gekommen sein und die Deutschen gewarnt haben, auf Befehl des Feldmarschalls John French werde das Feuer bald wieder eröffnet. Auch wurden auf beiden Seiten die Truppen ausgetauscht, sodass dann wieder Menschen gegeneinander Krieg führten, die sich nicht verbrüdert hatten. Die Medien der beteiligten Länder berichteten unterschiedlich über diesen Vorfall. In der deutsch-kaiserlichen Presse herrschte Schweigen. Bei den Franzosen und Briten wurde über den Vorfall berichtet, allerdings wurde die Verbrüderung kleingeschrieben und man verlegte die Begebenheit an einen unbedeutenden Frontabschnitt. Weitere Versuche, diesen Weihnachtsfrieden im Folgejahr zu wiederholen, wurden von den Kommandeuren unter Androhung des Kriegsgerichts unterbunden. Der letzte lebende Augenzeuge, ein gewisser Alfred Anderson, starb am 21. November 2005 im Alter von 109 Jahren. Im Jahre 1930 sagte ein weiterer Überlebender vor dem britischen Parlament aus, dass die Soldaten wohl niemals wieder zur Waffe gegriffen hätten, wenn es nach ihnen gegangen wäre. Was für mich am Ende bleibt? Die Erkenntnis, dass kein Staat, keine Regierung, kein Führer und keine Befehlshaber sich der Macht des Faktischen widersetzen können. Für mich ist dieser Fall ein echtes, wahrhaftiges Weihnachtswunder, wo er doch zeigt, dass die Begegnung von Menschen auch immer, egal unter welchen Umständen, Gutes hervorbringen kann. So viel also zu diesem Beitrag. Wenn ihr weitere Geschichten kennt, die zeigen, dass wir Menschen doch zu wesentlich mehr in der Lage sind, als uns nur gegenseitig zu schädigen, lasst mir diese gerne zukommen. Nun möchte ich mich noch bei allen Interessierten bedanken. Ich wünsche euch und euren Lieben ein ruhiges und wahrhaft besinnliches Weihnachtsfest. Denn es kommt nicht darauf an, was unter dem Baum liegt, sondern wer mit euch vor dem Baum sitzt. Falls ihr mir etwas schenken möchtet, lasst mir doch gerne ein Like, ein Kommentar und vielleicht auch ein Abo zurück. Der letzte Dank geht an Elena und Steve für die Gelegenheit, dieses Video beisteuern zu dürfen. Ich bin gespannt, welche Beiträge uns noch im Rahmen des Adventskalenders erwarten.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.